Hallo, mein Name ist Johannes von Leben lassen und ich möchte euch zwei Personen vorstellen. Einmal die Elisabeth vom Hospiz hier aus Darmstadt und dann den Günther vom Hofgut Oberfeld. Wir befinden uns hier direkt mitten auf dem Gelände vom Hofgut Oberfeld und hier stellen wir aus. Den kompletten September gibt es unsere Fotoausstellung, unsere Freilichtfotoausstellung zu sehen. Hier im Hintergrund sieht man ein wenig, da ist eine Fotostrecke. Einmal komplett drumherum, genießt es, kommt hierher und dann bin ich gespannt, wenn ihr uns ein Feedback gibt, wie ihr diese Ausstellung empfunden habt. Hier ist mitten im Leben, das heißt, hier wird gearbeitet, hier wird entspannt und beide Facetten sind sehr spannend für Familien, für all die, die eine Auszeit brauchen, mal hier einfach anzukommen und die Ausstellung zu genießen. Und jetzt ab zu Elisabeth. Ich darf euch die Elisabeth vorstellen. Warum bist du hier? Ich bin hier, weil wir 10 Jahre Hospiz Darmstadt feiern. Wir haben am 5. September 2011 das Darmstädter Hospiz eröffnet. Wir haben seitdem 1500 Hospizgäste betreut. Und das ist ein Grund, ja, tatsächlich das ganz feierlich zu begehen. Wir freuen uns, dass es das Hospiz in Darmstadt seit 10 Jahren gibt. Du sagtest 1500 Menschen, die ihr in diesem Zeitraum begleitet habt. Ich bin nicht so gut und schnell im Kopf rechnen, aber grob 150 im Jahr ist schon echt viel, ne? Ja, das sind wirklich wahnsinnig viele Menschen, weil dazu kommen ja eben auch noch die Angehörigen. Ein wichtiges Merkmal der Hospizarbeit ist ja eben, dass man sich nicht nur um den betroffenen Menschen, der stirbt, der nicht mehr lange zu leben hat, kümmert, sondern eben auch um seine Freunde, seine Familie und die Menschen, die ihm was bedeuten. Wie viele arbeiten bei euch? Also wir haben insgesamt jetzt ein Team von knapp 40 Leuten, die mit verschiedenen Stellenanteilen in den verschiedenen Funktionen zum Gelingen beitragen, dass wir die Menschen gut begleiten können. 10 Jahre, ist es viel passiert, sagtest du. Was war für dich so der krasseste Moment oder was heißt krasseste? Was war für dich der einschlägigste Moment, den du... Es gibt gar nicht so diesen Moment, sondern tatsächlich gibt es in den Begleitungen immer wieder Situationen, die einem ja mit dem eigenen Leben und der eigenen Endlichkeit konfrontieren. Und das verändert sich einfach auch in den verschiedenen Stadien des Lebens. Ja, auch ich bin 10 Jahre älter geworden, in 10 Jahren Hospiz. Und waren es am Anfang noch eher die Hospizgäste, die so alt waren wie meine Großeltern, ja, hat sich darüber gewandelt, dass sie jetzt so eher alt sind wie meine Eltern, so alt wie mein Mann, so alt wie Freunde sind. Und das lässt es immer näher ranrücken ans eigene Leben und man verändert auch den Umgang dann damit. Was hat es mit dir gemacht? Was hast du an dir verändert? Also ich habe gelernt, mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufzuregen, jedenfalls nicht mehr ganz ins Mark erschütternd aufzuregen. Natürlich schimpft man immer noch, aber man lernt jeden Tag oder man sieht jeden Tag, dass es das größte Geschenk ist, einfach gesund zu sein und mit seiner Familie zusammenleben zu dürfen. Mhm. Mehr Leben. Mehr Leben, genau, und mehr wirkliches Leben. Ja. Natürlich arbeiten wir auch alle viel und das Arbeiten gehört zum Leben, aber ich freue mich auch, so einen tollen Job zu haben, der gut in mein Leben passt und der gut zu meinem Leben passt und der mir Freude macht, weil anders würde das gar nicht funktionieren. Ja. Wir sind hier in Darmstadt im Hofgut Oberfeld und in den nächsten 4 Wochen wird hier einiges passieren. Was zum Beispiel? Man kann sich jetzt 4 Wochen lang eure tolle Ausstellung angucken. Ihr habt die Menschen begleitet mit dem Fotoapparat und es sind tolle große Bilder entstanden, die hier ganz besonders schön wirken. Also und vor allen Dingen dadurch, dass sie so lange hängt, kann man sich es genau in der Dosis geben, wie man sich selber zumuten kann. Weil es ist ein ernstes Thema, es ist ein schwieriges Thema, aber man hat so viel Gewinn davon, wenn man sich wirklich mit dem Sterben und dem Leben bis zu Ende stellt. Man kommt nicht dran vorbei und es ist ein schöner Aufhänger, einfach auch mit seiner Familie ins Gespräch zu kommen. Schön, dass ihr diesen Platz gefunden habt. Wir sind auch total glücklich, dass das Hofgut Oberfeld gleich zugesagt hat und uns unterstützt. Gerade hier wirkt es besonders gut und es ist eine tolle Atmosphäre. Ja, wir bedanken uns da wirklich ganz herzlich bei Günther Frank und seinem Team. Das war der Günther. Das war genau perfektes Timing. Den werde ich auch gleich noch interviewen. Elisabeth, ich danke dir vielmals und wir sehen uns am Sonntag zur Eröffnung. Danke, dass ihr da seid. Bis bald. Und jetzt darf ich euch den Günther vorstellen vom Hofgut Oberfeld. Schönen guten Tag. Hallo. Warum dürfen wir hier ausstellen?
Ihr dürft hier ausstellen, weil wir in unseren Stiftungszielen unter anderem Kultur und Kunst fördern und uns deshalb immer wieder freuen, wenn wir angesprochen werden und gefragt werden, ob sich Künstler hier darstellen dürfen. Ich finde total spannend. Ich meine, ich habe jetzt 2 Tage hier die Ausstellung aufgebaut. Wie viel Leben und wie viel Entschleunigung gleichzeitig hier entsteht. Ist das auch ein Konzept von euch? Ich würde sagen, Konzept, also das ist ein Resultat von unserer Arbeit, über die wir uns sehr freuen. Und es stimmt, auf der einen Seite ist sehr viel Leben auf dem Oberfeld, sehr viele Menschen kommen hierher und genießen es und genießen diese Entschleunigung. Das heißt, wir arbeiten zwar hier, aber durch die Leute, die hier sind, müssen wir uns auch etwas entschleunigen, weil wir müssen halt auf die ganzen Leute aufpassen, die hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb integriert werden. Also hier mit einem Traktor durchzufahren, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Das stimmt, haben wir auch schon gemerkt. ich habe noch eine Frage. Was macht ihr denn eigentlich? Weil ich meine, das ist ein Teil, den wir hier sehen, hier wo wir ausstellen, aber es passiert ja noch viel mehr drumherum. Ja, das Hofgut Oberfeld bereitet Platz für viele Organisationen. Und viele Organisationen haben dazu beigetragen, dass das Hofgut Oberfeld mittlerweile so ist, was es ist. Da ist auf einmal die Stiftung Hofgut Oberfeld, der Eigentümer dieses alten Hofgutes, was 1892 hier von Ernst Ludwig aufgebaut wurde. Es war bis 2006 ein konventioneller Betrieb und ist seit 2006 im Besitz der Stiftung Hofgut Oberfeld und wird jetzt von der Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG landwirtschaftlich, biologisch, dynamisch bewirtschaftet. Andere Leute kennen das unter Demeter Landwirtschaft. Neben der Landwirtschaft, die hier der größte Betreiber sind, mit Landwirtschaft, Hofladen, Bäckerei und Käserei, gibt es die pädagogische Einrichtung des Lernorts Bauernhof, wo eigentlich fast jeden Tag Kita-Gruppen oder Schulgruppen auf das Hofgut kommen und etwas über Landwirtschaft lernen. In den verschiedensten Programmen, von der Kuh zur Butter, vom Schaf zum Wollpulli, vom Korn zum Brötchen oder an Weihnachten vom Korn zum Weihnachtsgebäck. Also wir haben auch saisonale Programme. Es gibt einen sozialtherapeutischen Bereich, da ist der Träger die Heidenmühle. Und hier leben und wohnen 24 Menschen mit Behinderungen. Daneben gibt es noch die Initiative Domäne Oberfeld. Das ist quasi ein Förderverein, der das Ganze auch 2002 zusammen mit dem Projekt Lebensweg, einer Elterngemeinschaft von Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben, ins Leben gerufen haben. Also du siehst, es gibt hier einige, das gibt richtig viel. Und die Darmstädter haben seit der Eröffnung am 1. Juli 2006 das Hofgut in ihr Herz geschlossen. Sie kommen, sie genießen es hier, sie unterstützen uns. Wir haben unheimlich viel Zulauf an Ehrenamtlichen. Der Garten hier gegenüber ist ein Bauerngarten, wird von sehr engagierten ehrenamtlichen Damen bewirtschaftet. Wir haben Saisongärten, das sind kleine Pachtflächen, die wir an interessierte Darmstädter Bürger verpachten. Da haben wir dieses Jahr 500 Saisongärten. Wir haben von einer Ehrenamtlerin, die sich um Blumen kümmert, ein Selbstpflückbeet, glaube ich, jetzt seit 10 Jahren etabliert, das sehr gut angenommen werden. Es ist einfach ein Platz, an dem man sich wohlfühlen kann. Und jetzt, an dem man auch Kunst genießen kann. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Und ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Die nächsten 4 Wochen werden es zeigen. 4 Wochen wird die Ausstellung hängen und danach können wir nochmal sprechen. Genau, und machen wir mal ein kleines Resümee ziehen. Finissage! Ich danke dir vielmals und wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Arbeiten. Danke. Ja, das macht Spaß hier. Das ist wie Urlaub auf dem Bauernhof. Bis dann. Ciao. Ciao. Jo, hallöchen. Schönen Günther. Tag. Na, schön, dich zu sehen. Ja, perfekt. Klasse. Ja, hier ist Günther. Günther ist von Hofgut. Warte mal. Dornstedt. Hofgut Oberfeld. Oberfeld. Wie komme ich jetzt auf Dornstedt? Stiftung Hofgut. Irgendwas habe ich gerade mit Dornstedt gehört. Oberfeld. Ja. Habe ich vorhin eigentlich geübt, aber jetzt nochmal. Ich komme nochmal rein. So, also. Ja.
Hofgut Oberfeld. Ja, also ich bin von der Stiftung Hofgut Oberfeld, aber das ganze Projekt heißt Hofgut Oberfeld. Das heißt hier das Hofgut Oberfeld. Okay, von der draußen Stiftung Hofgut Oberfeld. Auf dem Hofgut Oberfeld, von der Stiftung Hofgut Oberfeld, das Oberfeld selbst ist da draußen. Es gibt einfachere Namen. Ja, genau. Hey, Günther, schön, dass wir hier sein dürfen. Und ich möchte... Mama, hier, warte mal. Was habe ich gerade für eine Frage gestellt? Nee, hier ist Günther vom Hofgut Oberfeld, so ja. Wollte ich sagen. Mhm. Hi Günther. Nee, anders. Und jetzt stelle ich euch Günther vor, Günther vom Hofgut Hohenfeld. Oberfeld. Das kriege ich hin. Das hat ja lange Laufzeit. Ja, das läuft.